Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir stehen hier in Talafanor sind auf dem Weg, um zu gucken, was die Reiter von Rohan machen, was die getrieben hat. Und wir haben, glaube ich, den letzten Boten, der sie erreichen sollte, jetzt gefunden. Diesen berittenen Boten aus Gondor, den werden wir uns jetzt anschnappen. Denn sonst könnte genau das passieren, was in den letzten Folgen geschehen ist. Nämlich, ja, Sauron gewinnt, weil Rohan nicht kommt. Das wäre schlecht. Deswegen lieber so. Buch 5, geschwind, kommt bla bla. Aus der Stadt? Ja, der Mann hustet rau und blutet aus mehreren Wunden. Er wird nicht mehr lange leben. Ihr müsst wissen, das ist Thirgon, der berittene Bote aus Gondor. Er ist zurück aus Rohan, bringt Kunde von Theoden. Er wird kommen zur Stadt. Der Feind war am Wall, also drehten wir um, aber die Orks haben uns eingeholt. Nahmen seinen Kopf, hätten auch meinen genommen, aber ihr Anführer trieb sie zurück zum Wall. Hört ihr mich? Hört ihr meine letzten Worte? Ein großes Lager der Feinde liegt zwischen Theoden und der Stadt. Er kann nicht dort entlang. Er muss einen anderen Weg finden. Okay, gut. Dann wissen wir, warum Theoden vielleicht nicht kommt. Jetzt wollte ich auf dieses Pferd steigen. Schlicht und ergreifend, weil der Arme da... der hat wirklich keinen Kopf hier. Jo. Schlicht und ergreifend, weil der Arme hier entdeckt hat, es gibt Gegner. Allerdings, er war auf dem Weg. Gut, soweit wussten wir es auch. Gut. Heißt im Klartext, wir müssen irgendwie gucken, dass wir einen anderen Weg für den lieben Theoden angemarscht kriegen. Bis dahin müssen wir aber erst einmal hinkommen. Und dann hoffe ich, ja, dass es besser läuft als beim letzten Mal. Oh ja. So. Wir müssen über die Brücke. Und werden über der Brücke dann gucken, was wir dann zu tun haben. Erstmal über die Brücke, wer ist nicht. Nordwestlich von Hirgons Leiche. Ja, ja. Schön, dass die als Wegmarkierung genutzt werden kann. Ja, haben wir. Ihr solltet den Wald im Südwesten betreten, wenn ihr Theoden finden wollt. Südwesten ist hier drüben. Okay, was haben wir denn hier? Habe ich hier gar eine Quest? Ich meine, die brauche ich nicht zwingend machen, ne? Die ist Level 101. Sind das 101? 102 Aufgabenstufe. Warte mal. Ja, doch, die müsste ich machen. Gerade so. Leute, ich habe sowas wie eine gerade so Quest. Tut mir leid, die muss jetzt sein. Einfach weil ich kann. Schön. Ha. Endlich mal wieder Waage töten. So. Keiler nicht. Schneller, höher, geiler. Keiler. Oder wie hieß das Lied? Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der Party-Musikmacher. Also ich kann schon Party-Musik machen. Hallo? Ich meine jetzt damit, dass ihr wisst schon. Nein, wisst ihr nicht? Ich auch nicht. Also. Ich kann Party machen, aber ich kenne die Ballermann-Hits nicht so. Das meine ich damit, genau. Okay. Wie soll man hier in Mittelerde auch Ballermann-Hits kennen? So, hier haben wir gleich noch eine Quest. Ja, seltsame Spuren auf erdigen Waldboden bedürfen nähere Betrachtung. Das machen wir sofort. Die würde uns wahrscheinlich eh angehen. Das heißt, gleich haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Und vor allem, wir haben mal was zu tun, wo wir Sachen hauen. Neue verfügbare Aufgabe. Nehmen wir an. So. Seltsame Spuren. Spuren wie diese habt ihr noch nie zuvor gesehen. Sie müssen von einem zweibeinigen Wesen stammen, aber die Rillen auf beiden Seiten könnt ihr euch nicht erklären. Als die Spuren weiter untersucht und feststellt, dass sie nach Südwesten fuhren, dringt plötzlich aus dem tiefen Wald ein fernes Trommeln an euer Ohr. Ich mag Trommeln nicht. So, also wir müssen weiter Richtung Westen. Gleichzeitig alles umhauen, was tot umfällt. Wir können hier mal den Spuren folgen. Oh, die eher in die andere Richtung führen. Ah ne, jetzt wird mir die Spinnenquest noch mit angezeigt. Natürlich. So, neue Tat ist auch okay. Die Dinger brauche ich nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier mitten im Gebiet. Ich werde mal ganz kurz aufs Hottehü gehen. Uhren brauche ich nicht. Was bist du?
Bist du eins von den Dingern, was ich eigentlich spurenmäßig lesen soll? Weil dich kenne ich da tatsächlich noch nicht. Noch nie gesehen, Junge. Deckhuhnbezwingerin. Jo. Okay, die Deckhühner. Das sind die Hähne halt, ne? Also bei uns nennt man sie Hähne. Hier sind es halt Deckhühner, weil die Hühner decken. Ja. Ne, klar. Alles recht logisch. So. Glühwürmchen. Ja, gut, okay. Ihr wisst ja, wenn ich schon mal kann, dann hau ich auch mal an. Ja. Natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass es immer noch ein böses, mächtiges, gefährliches Wesen gibt. Nämlich ein Hirsch. Nicht Hirsch. Sauron. Genau. Einen Sauron gibt's. Und dieser Sauron, der stößt einen manchmal sauer auf. So, ihr habt weitere seltsame Spuren gefunden. Ihr solltet sie näher untersuchen. Du läufst falsch. Der um. Will den eigentlich gar nicht hauen. Kann zwar sein, dass ich da auch eine Tat von krieg, aber ja. So. Nach Südwesten. Also in diese Richtung eher. Gut, gucken wir mal, ob wir vielleicht nebenbei noch ein paar Spinnen und ein paar Löwen, brauche ich nicht, ein paar Waage finden oder sowas. Und ja, und was auch immer. So, also erstmal eine Spinne. Spinnen sind ja auch schon mal was. Ja. Eine Spinne mehr. Da ist gleich nur zwei, juhu. Also insgesamt drei. Blitzeln wir dich so noch an. Schön. Ach ja. War jetzt mal tatsächlich ein paar Tage nicht online. Also eigentlich genau seit der Aufnahme. Ja, gesundheitlich ging es mir nicht so gut. Dann waren noch andere Zeugs dazwischen gekommen. Und so weiter und so fort. Deswegen werde ich vielleicht ein bisschen brauchen, um mich einzuspielen. Allerdings, ja, denke ich mal, das sollte nicht das Problem werden. So. Wir müssen mitten dem Gurudos in die Arme laufen. Genau. Das müssen wir tun. So. Laufen wir weiter. Ich laufe ja auch absichtlich zu Fuß, weil erstens kommen dann eh bald wieder die nächsten Spuren. Und zweitens halte ich nach wie vor Ausschau nach Viechlein, die wir brauchen könnten, tun, töten. Deckhühner brauchen wir nicht. So. Ich bin selbst der Hahn im Korb. Oh, oh, oh. Nee, Wölfe waren es nicht, ne? Ja, nur gut, komm. Komm her. Das war doof. Ja, komm mal außen rum. Da hinten ist was ich brauche. Ich sehe es doch genau. Hey, du Spinner, komm mal her. Das ging fast zu schnell. Okay. Oh, ich dachte, das wäre eine Spinne. Eine dicke, fette. Aber war keine. Das war nur ein Baum. Ja. Kann schon mal passieren, dass man Bäume und Spinnen verwechselt, ne? So, in die Richtung. Hüpf. Noch ein Spinnchen. Ich nähere mich übrigens absichtlich der Geschichte, wo wir unsere nächste Quest finden, also die nächsten Spuren, wo es halt mit unserem mit unserer Story weitergeht, weil ich glaube, Waage und Spinnen wird es hier genug geben. Die machen wir nebenbei fertig. Oh, da hinten. Wo ein kleines Feuerchen ist. Gibt es nochmal seltsame Spuren. Ihr habt noch mehr seltsame Spuren entdeckt, natürlich. Ihr habt das Gefühl, beobachtet zu werden. Oho. Hallo, du. Lauft ihr mit geschlossenen Augen durch Wald? Ich sehe euch lange, bevor ihr mich seht. Lauft ihr mit geschlossenen Augen durch den Wald? Also für jemanden, der einen Elb das sagt, ist das schon, naja. So. Na gut. Wieso scheint jedenfalls ein guter zu sein. Wald von wilden Menschen? Die wilden Menschen leben hier lange vor anderen. Unser Land ist unser eigen. Ich bin Gurobor Khan, Sohn von Häuptling Gaburigan. Wer seid ihr? Und wieso kommt ihr in den Wald von wilden Menschen? Warte mal, wir machen gleich mal hier. Oh, ich muss schon wieder bald aufräumen. Oh, je, je, je. So, 101. 106. Habe ich mir fast gedacht. Na gut.
Weiter. Ihr seid nicht mit Gorgun verbündet? Woher kommt ihr und, wo ihr herkommt und, dass, ihr erzählt, wo ihr herkommt und dass ihr eine Elbin seid. So ist richtig. Wilde Menschen hier, bevor große Menschen aus Wasser gekommen, hat von Elben gehört. Elben bleiben unter sich, ungestört. Weg von wilden Menschen und anderswo, und anders von Elben. Weg von wilden Menschen, so anders von Elben. Okay. Korburigan heißt willkommen für kurze Zeit. Wenn ihr falsch, ihr werdet nicht lange leben im Wald. Ihr seid mit Gorgun verbündet? Nicht mit Gorgun verbündet? Sagt Korburigan jetzt. Ja, warte, geht's sofort los. Ich muss mal ganz kurz hier. Ja, okay. Unterwegs. Entschuldigung. So. Wilde Menschen hassen Gorgun. Ihr kommt zu dem Schluss, dass Gorgun nur Orks sein können und versichert ihm, dass ihr die Gorgun hasst und ihre Anwesenheit auf der Straße und euch in den Wald auf der Straße euch in den Wald getrieben hat. Guburigan wusste das. Wilde Menschen hassen Gorgun, töten Gorgun, wenn sie in den Wald kommen. Was jetzt? Was sucht ihr? Wenn ihr gegen Gorgun und wenn es gegen Gorgun Guburigan wird helfen. Ach, schlimm. Eingeborenen Sprachen. Wilde also, Menschen kennen vielleicht Weg. Zumindest zu lesen. Sprecht mit Ganburigan. Ganburigan, okay. Ihr erzählt ihm, dass der Reiter von dass die Reiter von Rohan ihr Königreich verlassen haben und Gondor zur Hilfe zu kommen, dass die Orks, die Straße nach Minas Tirith versperren, ihr Vorankommen behinderten. Ihr fügt hinzu, dass ihr nicht wisst, ob die Straße rechtzeitig gesichert werden kann. Wilde Menschen kennen vielleicht Weg. Aber Korburigan kann nicht sagen, kommt nach Drubryta und spricht mit Ganburigan. Er spricht für wilde Menschen. Dorf Drubryta im Westen. Müsst Nordwesten durch Felsen gehen, über Wasser. Dann wieder Süden. Weg versteckt. Sucht schmalen Pfad bergauf nach Südwesten. Korburigan trifft euch vor Tor. Vor Dorf. Okay. Danke, Kori. Da ist Drabüta, okay, das finden wir also, da unten ist der Pfad. Vielleicht bleibe ich doch noch ein bisschen, obwohl wir werden wahrscheinlich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier oben auch jede Menge Viehzeug ist und dass wir hier oben hin müssen. Das heißt, wir werden die Quest sowieso abschließen, früher oder später. Also werden wir den Weg da lang gehen und lassen die hier mal, die hier rein. So. Okay, hier ist versteckter Weg. Also einer zumindest. So, Tat verliehen, das lassen wir mal raus. Hier ist jede Menge Zeugs drin, das lassen wir erstmal drin. Hirsch. Ja. Okay. Ich muss mal ganz kurz, weil es draußen extrem hell geworden ist. Oh, das Rollo ein bisschen runterziehen. So. Ja. Schlimm, dass die Sonne scheint, ne? Ne, dann sehe ich halt nichts auf dem Bildschirm. Bisschen ungünstig platziert, muss ich zugeben. Aber kriegen wir schon hin. So, sieht eigentlich gut aus, vom Weg her, würde ich sagen. Hoffe ich. Führt immer noch bergauf. Diese Straßen, ah doch, hier ist eine Straße. Wollte gerade sagen, da kann man sich wohl gar nicht drauf verlassen. Ich gehe mal ganz kurz hier runter, um zu gucken, was das jetzt wieder ist. Vielleicht ist es ja eine Spinne, vielleicht ist es aber auch dieser Korburigan, den wir da treffen sollen. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir hier einen Pfad gefunden, der scheinbar abseits der Trollroute liegt. Trollroute. Du weißt schon, der Ork. Route, Ork, Route. Auch nicht besser. So, hier ist tatsächlich nur eine Spinne. Okay, hatte ich fast recht, aber nur nicht ganz, ja. Naja, gut, Spinnen brauchen wir auch. Machen wir die halt schnell weg. Ja. So, Anzahl besiegter Spinnen. 7 von 10, schön.
Aber wir sind tatsächlich in Level 102er Gebiet, ne? Also wir haben endlich mal wieder ein neues Gebiet, nicht nur das blöde 100er. Schön. Ich freue mich. Also, wir gehen mal in das Dorf und gucken, ob wir rankommen. Und dann müssen wir ja irgendwann, wie gesagt, ich gehe ganz fest davon aus, dass das da oben irgendwie die Straße ist. Und dass das hier die ganze Ork-Mannschaft ist, die hier alles versperrt. Und dass wir da den Weg finden müssen, wahrscheinlich hier hinten rum. So. Ja, ja, der Black irrt durch den Wald, also Boltenil irrt durch den Wald, aber Black weiß genau, wo es nicht hingeht. Noch ein Stück, dann müsste ja eigentlich theoretisch und so weiter und so fort. Ja, guck mal hier. Spiegelteich, Markstein, wollen wir uns hier binden? Nee, noch nicht, würde ich sagen. Wobei, ich mach's mal, ich komme ja relativ schnell nach Pre, aber ich will hier wieder zurückkommen. Deswegen vielleicht gar nicht so doof. So. Ja, okay. Haben wir. So, also gehen wir rauf in das Dorf. Gucken nach Korgagor Guru Burubidan. Und dann, ja, haben wir auch schon wieder was geschafft. Juhu! Der Eingang von Drumrunta wird von riesigen Pückelmännern bewacht. Heißt ihr so? Willkommen im Dorf von wilden Menschen. Ja, hättest du es mal ausgesprochen, dann würde ich auch wissen, wie es ist. Tut niemand zu leide, das Dorf ist Ort des Friedens. Sprecht mit Vater Garen Burigan, erkunde Dorf, trefft wilde Menschen, lernt Bräuche. Ich sehe euch hier, wenn ihr fertig. Dann bringe zu Häuptling. Okay. Ihr habt das versteckte Dorf, Wasserdorf, Drubruta gefunden. Die Bewohner des Dorfes, scheinen über eure Anwesenheit nicht sonderlich beunruhigt zu sein. Schön. Bin ja auch ein guter. So, erstmal haben wir hier einen Händler. In den Blättern. Dann kann der Kupferreste weg. Das hier kann, glaube ich, auch weg, weil 103 Wille. Wobei, die wollte ich vielleicht ausrüsten. 150. Crit-Treffer. Ja, komm, die können wir statt der polierten langsam. Wobei, nee, die polierten lassen wir drin. Ich lasse die polierten mal drin. So, ausnahmsweise. So, dann haben wir hier Level 101. Also ich glaube, da muss ich dann auch mal gucken, ob ich die noch brauche oder nicht. Vitalität, das kann drin bleiben. Das tun wir mal raus. Wir haben an bessere Schuhe. Ja, dann kommen die weg. Klauen lasse ich mal. Diese Halskette kann weg. Einfach mal ein bisschen aussortieren. Sorry Leute, das mache ich jetzt mal so nebenbei mit. Einfach, weil ich es kann. So, was haben wir hier? Normalerweise lasse ich das ja oder versuche es nicht onscreen zu machen, aber wir sind ja echt vollgepackt gewesen. Was habe ich hier? Zwei Dinger, ne? 175, Vitalität. Das, was ich habe, ist besser, okay. Gerechtigkeit, Robe. Wir lassen, glaube ich, sogar diese Matomjäger-Rüstung an. Die ist irgendwie besser. Ja. Na gut, ist halt das Nachteil, du kriegst halt auch viel Zeugs so, was, wenn du unterlevelig levelst, musst du halt immer genau gucken, das hier kann weg. So, was haben wir hier? 195, 78 Wille, 95 Wille. Wir werden den gegen den Vorsorgering austauschen, diesen hier. Inventar, jetzt muss ich nur finden. Da. Hallo? Also, hier Team. Falsches Spiel. So. Ring der Vorsorge. Okay. Genau. Holzschnitzereien. Aufgaben von Anorien. Lass ich mal kurz. Was haben wir hier? Ne, der kann weg. Der kann auch weg. Gut, haben wir schon mal ein bisschen Platz geschaffen. Die zerrissenen heute, ach komm, ich tue es mal alles raus. Wir fangen leer an, weil wir sind ja eh in einem neuen Gebiet. Möglicherweise ist da einiges drin, was uns, naja, sowieso, ihr wisst schon, nicht mehr benötigt und so. Okay, so, wunderbar. Wir haben das geschafft. Wir gehen mal hier mit, was willst du? Gargun umzingeln Steinhäuser. Steinhausmenschen können nicht mehr gehen. Ja, Steinhausmenschen bauen hohe Mauern,
Starke Mauern, jetzt umzingeln Gorgunenmauern. Steinhausmönche können nicht mehr gehen. Das ist nicht der Weg von wilden Menschen. Bleiben versteckt im Wald. Gorgun getötet von Pfeil, bevor wilde Menschen sieht. Steinhausmönche können lernen, wenn zuhören. Hören nie zu. Nur hinter Mauern gefangen. Naja, gut, ich sag mal so, ihr kriegt auch Probleme, wenn, ja, ihr wisst schon. So, aber immerhin zu wissen, dass Minas Tirith belagert wird, ist ja auch was. So. Fußspuren im Wald. Wir Dunedain erzählen unsere Geschichten mit Schnitzereien. Zeigt auf Schnitzereien und hört die Geschichte von Druedain. Nicht Dunedain, okay. Dann, wenn ihr gefunden habt, richtiges Holz, ich kann irgendwann Geschichte von euch schnitzen. Okay. Untersucht Schnitzereien, um mehr über die Geschichte der Druedain zu erfahren. Machen wir doch sehr gerne. Was haben wir hier? 1, 2. Beziehungsweise, warum lese ich das alles vor? Das sind ja keine Dingens-Quests. Sorry, Leute. Ich werde jetzt, jetzt quasselt er eine Weile. Okay. Aha, wir können aber inzwischen. So. So, lachen soll ich. Aha, Emotes. Brüllen, blö. Ich hätte es eigentlich auch irgendwie einfach eingeben können, was? Naja. So. Ich habe mein Lachen demonstriert. Achso, ich könnte auch hier. Toll. Demonstriert war seine Bruder, dass ich lachen kann. Okay. Ich kicher jetzt hier alles tot hier. So, was hast du? Sammelt Felle von Orks. Orks haben Felle? Haben die nicht nur heute? Naja, aber ja, ist okay. So. Nochmal Felle gesucht. Wagfelle, ja. Künden von Gefahr. Fußspuren im Wald. Ja, wie gesagt, ich nehme das jetzt alles an, weil zumindest ein Großteil, 102. 101, die hätte ich nicht annehmen müssen. Ah, ja, weil. Ja, ich mache es trotzdem, weil ich nicht weiß, was davon jetzt gebraucht wird und was nicht. Für den Typi da. Ne? Ihr wisst schon. Deswegen, ja, genau. Wir machen sie trotzdem mit, weil ich keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Viech. So. Weil ich eben keine Ahnung habe von nichts. Das sowieso. Lalalala. Hallo, hier. So, wir rennen jetzt einfach ein bisschen rum und lachen alles tot. Hier irgendjemand, den ich noch nicht angelacht habe? So, vorne ging es noch hier hoch. Das werden wir auch gleich noch machen. Ich will nur hier kurz nochmal lachen. Nix. Okay. Wie gesagt, ich nehme die jetzt trocken mit, weil ich glaube, die sind eh hier nur im Dingens drin. Deswegen dürfte das nicht das Problem sein. Und die Felle von den Wargs, naja, gut, wir müssen eh Waage jagen. Da wird es mit den Fellen wohl auch nicht das Problem sein. Die Volzendiel, die Kichererbse. Jo. Lelelele. Ich lache euch alle an. Meine Fresse ist das ist ein sehr merkwürdiges Doof. Aber gut, sind halt wilde Menschen. Ich habe keine Ahnung, wo sie lang geht. Ja, Schweini rennt mir hinterher. Das ist schon mal gut. Hier, muss ich euch anlachen? Alter, ist das laut. Oder sind das die Dinger hier, die ich hier anlachen muss? Wäre natürlich schön.
Nee, der hat nur eine neue Quest. Sohn so. Von Häuptling wurde von Gorgon getötet. Wilde Menschen besiegen Gorgon nicht immer. Sohn von Häuptling von Gorgon getötet. In Höhle, in Wald gestorben, in Lager gebracht. Baburi, Baiburikan, Bruder von Korburikan, Gorgon erzählen, wenn Ganburikan beschließt, noch nicht bald Gorgon glauben können gewinnen, aber Gorgon falsch. Werden bald sehen. Ja, der hat erkannt. Es ist hier voll verwirrend. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon war oder nicht. Ja, hier war ich schon. Alles klar. Zumindest das. Ich gehe mal kurz aufs Reittier. Guck mal, ob ich mich hier irgendwo noch ein bisschen anders umsehen kann. Beziehungsweise, ja. Ich habe keine Ahnung. So, wir gucken mal hier rüber. Rüber. Ja. Nee. Entschuldigung, wollt ihr nicht auf den Kopf fummen? Ja, da kam ich gerade raus. Gab es hier noch einen anderen Weg hoch zu, dass ich mal rechts abbiege oder sowas? Ich guck mal ganz kurz. Das machen wir noch zum Ende der Folge hier. Bevor wir jetzt doppelt und dreifach die Folge verwurschteln. So, okay. Hier waren wir, glaube ich, mal. Hier, ich lach mal hier tot rein. Lalalalalalala. Das hier ist ein weiterer Ausgang, das ist nicht so gut. Okay, den wollte ich nicht nehmen. Und dann gehen wir mal hoch zu. Ach ja, ich lach mich hier tot. So, der Chat wird voll gelacht. Da oben ist noch jemand. Muss ich dich anlachen? Oder bist du nur... Nee, du bist wilde nur Epistus. Wilde Menschen reiten vorbei. Sehen wilde Menschen nie. Ja, wilde Menschen hören viele Worte im Wald. Pferdemenschen reiten vorbei. Sehen wilde Menschen nie. Finden Gorgon, wenn sie weiterziehen. Der Häuptling sagt, nicht eingreifen. Vielleicht nicht. Wilde Menschen gehorchen garn. Weiser Anführer weiß, wann kämpfen und wann nicht. Viele Völker können Unterschied lernen. Ja. Ah, hier, guck mal. Pferdemenschen sind die Rohirrim, ne? Ich hab's schon verstanden. So. So, das ist nur Dingens. Ja, komm, nehme ich mal mit an. So, Garn Burigan. Einführung, nehmen wir erstmal, geben erstmal das hier weg. Schön, dass wir das auch hingekriegt haben. Schön. Suche nach Skarburg. Seht euch nach hinten weisen zum Vergleich von Skarburg an. Ach, das sind die exquisiten Holzschnitzereien, die man hier bekommt. Na komm, ich nehme sie jetzt mal an. Wobei. Nee, ich nehme nicht alles an. Nö, kannst du vergessen. Gurdus sagen wir auch nichts. Naja, ich sag mal so, ich kämpfe gegen alles, was ich finde. Wenn ich es nicht fertig kriege, ist nicht so wild. So, ach du Scheiße. Ja, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, Leute, es tut mir leid. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen mehr darauf konzentrieren, Sachen nur anzunehmen, wenn sie Dinge sind. Aber ich weiß nicht, was hier story-relevant ist und was nicht. Das ist mein Problem gerade. Weil er ja gesagt hat, ich muss mich umschauen, aber wahrscheinlich hat er dann nur gemeint, hier, ja, ich muss mit zwei, drei Leuten sprechen. Und jetzt muss ich mit Koroburigan reden, okay. Na gut. Hätte Fahrradkette. Jetzt können wir mit Koroburigan reden. Jetzt machen wir das auch. Aber nicht hier raus, sondern erstmal hier hoch. Über die Brücke. Dann hier lang. Und da lang, da müsste ich dann hinkommen. Genau, wunderbar, immerhin. So, Freunde, ich habe eigentlich das ganze doof angelacht. Ich werde, glaube ich, die Quest dann wirklich aufgeben, weil ich glaube, das war Häuptling empfängt euch jetzt. Ah, weißt du was, komm, hier abbrechen. Ah.
Na gut, ich lasse mal noch drin. Vielleicht finde ich ja noch was. So, älter als die Hügel. Häuptling empfängt euch jetzt. Ganburigan hat Worte für euch. Helfen wollt, Zendiel. Vielleicht Pferdemenschen. Geht und seht. Gut. Ich weiß glücklicherweise, wo er ist. Da gehen wir aber erst in der nächsten Folge hin. Und sehen uns dann eben entsprechend auch da wieder. Lasst Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wilder Mensch freut sich auf nächstes Mal. Tschüss.